Hallo, schön, dass Sie eingeschaltet habt. Ich bin Mi. Am Anfang September bin ich in Deutschland angekommen. Und das erste Gefühl von mir damals war, oh mein Gott, es ist so kalt, aber ruhig und sauber. Außerdem gibt es hier unglaublich viele Hunde, die mir sehr gefällt. Normalerweise fängt das offizielle Semester im Oktober an, aber ich habe für im September einen Vorkurs gemacht, in dem ich Deutschkurs, BWL und viele interessante Aktivitäten hatte. Ich bin unterwegs ins Klassenzimmer, in dem wir Lerncoaching haben. Das ist eine neue Form des Lernens, in dem wir Fachtexte allein zu Hause durchlesen und dann zusammen mit der Gruppe von 5 bis 7 Leuten diskutieren. Und danach erklärt der Dozent uns alle unklaren Punkte oder Fragen bezug auf den Lerntest. Ich habe diese Lernmethode noch nie zuvor gelernt, also bin ich aufgeregt. Das Wetter heute ist so schön. Hier an der HTWG zu studieren, kann ich viele Freunde finden. Jetzt werde ich euch meine netten Freunde vorstellen. Hallo! Hi! Was machst du mit der Kamera? Ich mache einen Vlog. Kann ich dich aufnehmen? Okay, gerne. Ich habe eine Frage. Was machst du nicht in Konstanz? Also zuerst ist das Wetter. Das Wetter hier ändert sich so schnell. Manchmal ist es sonnig und sehr schön, aber nein, einige Tage ist es so schlecht mit dem Regen. Ich finde auch so. Außerdem, es gibt noch einige, das mir nicht gefällt, ist, so viele Leute hier rauchen, so viel. Und es passiert ganz selten in Vietnam. Deswegen fühle ich mich so unangenehm. Okay. Viele Leute überall. Okay. Ja. Hallo. Hi. Wie heißt du? Ich heiße Xinyu. Kann ich dir eine Frage stellen? Ja. Wie war dein erster Eindruck von HTWG Konstanz? Ich denke, hier ist sehr klein, aber schön. Und bei uns in Taiwan normalerweise gibt es viele Mauer außer der Schule, aber hier gibt es keine. Deswegen bin ich ganz anders und besonders. Ja. Ich heiße Priscilla und ich komme aus Malaysia. Und? Achso, ich wie war dein erster Eindruck hier in Deutschland, in Konstanz? In Konstanz. Es ist schön und klein, aber das Wetter ist. Das Wetter ändert sich immer. Also das gefällt mir nicht so. Ja. Ja, aber allgemein, es ist gut. Okay, danke schön. Hallo. Wie heißt du? Mein Name ist Shen Yu. Woher kommst du? China. Also wie ist dein Leben hier in Konstanz? Als ich zum ersten Mal in Konstanz war, fühlte ich sehr frei, weil ich kann weit von meinen Eltern wohnen. Die Unterrichter sind sehr gut und manchmal ist die Fachwörter ein bisschen schwer. Ich muss nach dem Unterrichter noch wiederholen und suchen. Welche Unterricht, welche Vorlesung? Oder Fachdeutsch. Ja. Ich mag Herr Kekler.
Ja, ich auch. Ich auch. Sie auch. Vielen Dank. Endlich bin ich fertig mit dem Lernteam-Coaching. Yes, hier ist zu Hause. Schade. Es ist kein Sonnenschein mehr. Trotzdem ist es auch schön, oder? Hallo, ich bin wieder da. Nach 2 Monaten hier in Deutschland bin ich mit dem Leben ein bisschen vertraut. Es gibt doch Schwierigkeiten wie Heimweh, Sprachbarriere oder Rassismus. Aber auch Vorteile, wenn ich ins Ausland studiere. Das sind Freiheit, Selbstständigkeit und Aufstiegschancen. Der erste Schritt ist immer schwer. Aber ich bin der Meinung, wenn wir von unserer Komfortzone weggehen, dann werden wir körperlich und auch geistig trainiert. Deswegen werden wir im Laufe der Zeit viel mehr Selbstbewusstsein. Ich hoffe, dieses Video euch helfen kann, positiv zu bleiben. Wenn euch das Video gefällt, freue mich auf jeden Daumen nach oben und eure Kommentare. Ciao!